Schon kaputt. Schon kaputt. Ja, das ist Seide, ne? Das ist Seide, ja. Das hält nicht so gut. Aber... Das wäre ziemlich was Besonderes. Aha. Dieses Tuch, das... Ja. Das oh. Gut, dass du das machst. Ja. So, das ist das eine. Ich habe mich schon gewundert, dass sie so komisch verdreht war. Naja, sonst hat das einfach nicht auf das Öl drauf gepasst. Viel zu eng dafür. Ja. Bei mir ist das aber auch irgendwie noch stramm. Genau, das ist die nicht drunter. Zum Glück ist das ja... Leine oder sowas. Es ist auch nicht wertvoll. Achso, okay. Ah. Jetzt kommt nur noch der Rock. Ja. Also hoch die Arme. Ich meine, irgendwie ist sie ja auch hier reingekommen. Kann ja. Ich jetzt mal ablegen? Das reicht mir. Was haben wir? Aber es riecht noch. Ja, ziemlich so. Wir nehmen jetzt mal die ersten. Ja. Das ist auch ein Trachtenstück, das finden Sie wahrscheinlich in keinem anderen Museum. Weil jetzt nur mal so, ich weiß nicht, wie Ihre Mittel jetzt im Moment sind, aber ja. Sie müssen hier was tun. Das ist eine Lederhose, Männerlederhose aus der Wilster Marsch-Gegend. Ist jetzt das erste Mal, dass ich außerhalb der Wilster Marsch sowas überhaupt in Original sehe. Wenn man jetzt mal hier zum Beispiel guckt, diese Knöpfe, das sind Wilster Marsch. Silberknöpfe, filigran Silberknöpfe. Und die Wilster Marsch hat im Anfang des 19. Jahrhunderts, weil die Hose, die ist so 1810, 20, den besten und feinsten Silberschmuck hergestellt. Und mit Schnalle da. Mit Schnalle, mit Buntschnalle, mit allem, was man sich nur wünschen kann. Also ist schon jemand gewesen, der sich ein bisschen was leisten konnte. Ja, das waren die reichsten Bauern. Deswegen. Wo ich sagte, die erste Konfektionsware. Ja. 1870, 75. Das ist eine alte Uniformjacke. Und die ist total voll mit Spark. Das ist der Zylinder, Biedermeier-Zylinder, für die Männer. Das sind die passenden Röcke zu den Hauben. Ja. Handgewebter Beiderwand. Mit der Samtkante und mit dem Stoßenden, mit dem Kartonstoß. Das ist ja so der klassische holsteinische Bauernrock. Ja. Flaschengrün und Rot waren die beliebtesten Farben auch mit ja. in der Zeit. Ne? Mhm. Das sind die Jacken zu den Röcken. Diese Jacke, das ist ja 200 bis 220 Jahre alt aus der Wilster Marsch. Diese hier mit dem roten und die Hose. Mit Jahreszahl 1849. Ja, unter der Schürze, unter den, an den Röcken getragen wurde. Zu der Tracht mit zu. Genau, das gehört zu der Tracht mit zu, mit dem gestreiften Rock. Mhm. Originalen Blaudrucksachen. Oh, schön. Geschinster Blaudruck. Was? Also wir haben. Und das ist ein handgenähter Wagenmantel, ist das. Für die Fahrten zur Kirche oder so. Oder wenn man. Oh, jetzt kommt noch ein Schatz. Männerweste. Mit so kleinen niedlichen Knöpfelchen. Ja, Seide, Biedermeier. Was ist das hier? Das ist ein Kleid. Das ist von der Konfektions. Ja. Das ist jetzt schon Konfektionsware. Ne? Mit der kleinen Schleppe, so, das ist wie so ein Mantel. Ne? 1875 würde ich das schätzen. 80. Drunter, ne? Das ist ja aus Seidendamast gefertigt. Mit den Stäbchen wie nach Rokoko-Mode. Nach Rokoko.
Ja, denken Sie mal so an die Französische Revolution. Aus der Zeit kommt das. Aha. Muss man sich mal überlegen. Ja, Wahnsinn. 1795, 1800. Total selber geplättet, was hier hängt in diesem Schrank. Das ist eine Sensation. Das ist weg. Ist die Presse weg, ne? Ja. Das ist wirklich. Gehen Sie mit einem Teil raus, bauen sich draußen irgendwie einen Arbeitsplatz auf. Eng bei eng voll gehängt der ganze Schrank. So wie es nicht sein soll. Und man sieht hier schon. Ja, das sieht doch ganz schön aus. Aber man sieht hier schon die Stockflecken. Genau. Na, schauen wir uns das draußen mal an. Ausgesehen die Farbe. Jetzt kommen die Sparkflecken. Ja. So ein Leckchen. So, jetzt wird's fotografiert. Ausgeschnitten werden jetzt. So. Das ist jetzt 2017, das ist ein Tierchen. War das ein Witz? Nee, es ist wirklich da. Ja, jetzt. Sagen wir mal angeschlagen. Vielleicht fragt er ja auch ein bisschen der Deckel mal. Robinson und die Folgen des Ungehorsams. Das ist so ein neuer Rupiner Federbogen. Wenn sie mit bildenden Buchstaben beschriebenes Eis. Da hat er dann draufgeschrieben, eine Hose entmilitarisiert. Ja. Moment, er muss ein bisschen cool, muss er auf beiden Beinen stehen.
kann man ja auch wirklich unerkennen. Und wir müssen auf jeden Fall alles irgendwie beschriften. So, ja, ja, das ist schon klar. Ausgangs. Ich bin ja eine, ich finde. Das hört mir nicht aus. Und man, ich finde auch, wenn man dann nochmal so eine kurze. Ich fand das interessant. Jemand sagte, Hose hat man damals nicht gesagt, das war unfein. Das war Landtag. Nee, das war Hedwig, der das sagte. Beinkleid von dem. Also ich würde, für mich ist das so, dass die Exponate irgendwie noch ein bisschen mehr Leben gewinnen. Wenn man irgendwelche Infos, wie er da geschrieben hat, die so, das haben die jungen Burschen getragen oder so. Dadurch wird das Ding lebendig und ist nicht nur Hose. Und wenn wir das so ein bisschen mit der Schriftgröße unterteilen, dann steht doch jedem frei, weiterzulesen. Dann hat er in einer größeren Schrift die pure Info, von wann ist das, was ist das. Und wenn er dann Lust hat, dann... Ja, so. Wenn die dann haben, die Jahre haben. Ja. Weil das ist ein Standardartikel mittlerweile. Weil die haben immer zu Weihnachten. Hätten wir gerade mehr auf mit dem. Genau. In dem Standardartikel. Ja. Aber bis Weihnachten kann man nicht warten. Und? Guck mal, wir können mal noch ein bisschen die auflassen. Oh ja, das können wir ja mit einer Nadel oder so. Sicherheit anlegen. Ja. Das geht immer mal nicht so. Aber das könnte man so ein bisschen auflassen. Dann. Ach so, mit dem Futter, dass man das Futter sieht. Ja, das ist gut. Ja, ja, einfach, genau, so. Mhm. Kann man sogar hier unter das Glas kleben und dann, ja, und dann einzeln. Wenn die richtig viele Leute haben. Ja, dann würde ja mehr. Wenn die das haben da. So, die könntet ihr dann jetzt. Also ich finde den Mantel da schön, weil der